Also herzlich willkommen zum XO-Stand. Das ist XO Care, wo wir das meist innovative Units in die Industrie präsentieren. Unser XO Flow, unser XO Flex. Und wir leben von Innovation, wir leben von Extraordinary Dentistry zu entwickeln und sind so proud und so happy, dass so viele Menschen hier Interesse zeigen und wir sind super busy. Die XO Flow ist ein einzigartiges Produkt. Es hat einen integrierten PC, der auf Windows 10 Industrial läuft. Wir haben hier einen Navigator. Dieser Navigator ist ein berührungsaktiver Bildschirm, mit dem wir Dental Apps, so wie beim iPhone die Apps, bedienen können. Mit diesen Apps können wir externe Geräte oder Softwarelösungen an die dentale Einheit anbinden. Somit wird diese Einheit zum zentralen Punkt von dem Behandlungsraum und Sie brauchen weniger externe Geräte oder Softwarelösungen im Praxisraum. Diese Merkmale gibt es sonst bei keiner Einheit in der Welt. Eine sehr interessante App, die wir haben, das ist die Anbindung von einem Intraoral-Scanner an die Dentaleinheit. Wir haben dafür ein Beispiel von einer App. Wenn wir diese hier jetzt aufmachen, verbindet sich die Einheit direkt übers Internet mit dem Intraoral-Scanner. Sie können somit einfach eine Intraoral-Scanner-Kamera nehmen und hier an dem Stuhl direkt scannen, ohne dass Sie irgendeine externe Geräte benötigen. Das Dashboard ist eine grafisch hinterlegte Brücke, wo man die Instrumente hat für den Zahnarzt zum Arbeiten. Und wenn man jetzt ein Instrument hier abhebt, sieht man, dass man im Hintergrund sozusagen die Einstellungen von dem Instrument tätigen kann. Und das nennen wir Monmotion Control. Man macht das mit dem kleinen Finger hier, ohne seine zweite Hand dazu zu brauchen. XOCare hat also nur ein Konzept und das ist das sogenannte Schwingenkonzept. Es geht hier um eine Schwebebrücke, die über den Patienten platziert ist. Der Vorteil bei diesem Konzept ist, dass man einerseits die Instrumente aufgehängt sind, das heißt, man hat hier wesentlich wenig Gewicht auf dem Handgelenk bei der Arbeit. Das zweite ist, dass die Brücke hier zentral gelagert ist über den Patienten und somit hat man einen kurzen Greifweg, um das Instrument anzureichen. Wir haben sehr viele Sachen, die es einfach noch nicht gibt. Neuigkeiten, die den Zahnärzten in der Zukunft helfen werden, ihre Arbeit noch besser zu machen.